Mein Name ist Sarah Heidweiler. Ich bin 23 Jahre alt und seit Ende Januar Konditorengesellin. Während meiner Ausbildung war ich zweimal im Ausland für jeweils 3 Wochen, einmal in Bordeaux und einmal in Schottland. Ich bin ins Ausland gegangen, um meine handwerklichen Fähigkeiten zu erweitern und die neuen erlernten Fähigkeiten mit hier nach Deutschland zurückzunehmen und auch hier umzusetzen. Das Spannendste waren die ganz anderen Umsetzungen und Anwendungen von verschiedenen handwerklichen Techniken im Konditoreigebiet, wie zum Beispiel das Ausgarnieren von Torten oder das Dekorieren und auch das Herstellen von Pralinen oder auch anderen kleinen Gebäcken, die komplett unterschiedlich waren wie jetzt hier in Deutschland. Die Mobilitätsberatung hat sich um alles gekümmert, inklusive der Flugtickets, dass man theoretisch nur noch pünktlich am Flughafen hätte sein müssen, um den Flug zu bekommen und das Praktikum zu beginnen. Man sollte ins Ausland gehen, weil man sich nicht nur beruflich weiterbilden kann, sondern weil man auch persönlich daran reifen und auch wachsen kann und ein gewisses Selbstbewusstsein auch entwickeln kann. Und ich von mir kann überhaupt nicht, habe sehr viel dazu gelernt, persönlich sowie beruflich.